Kennt ihr diesen einen Typ von Apecrime? Er hat ja selber YouTube gemacht und er hatte aufgehört. Das Video heißt, ich war 2 Jahre offline. Er hat einfach plötzlich aufgehört, Dings Videos Hallo. Zu machen. Oha, Musikvideo oder was? You don't get to choose how you're going to die or when. But you can decide how you're going to live. Now. Ich bin gerade todesconfused. Was passiert hier? Wird jetzt DJ? Das bin ich. Nach 2 Jahren offline. Und wie ich hier hingekommen bin, möchte ich euch jetzt... Er ist David Guetta, sein Cousin! ...zeigen. Draw my life! Vor ungefähr 2 Jahren habe ich dieses Bild hier im... Helena ist Meister darin, most ass random Sachen zu sagen. Es geht darum, ich war 2 Jahre offline. Sie schreibt, ach, hatte er nicht eine Freundin? Wen juckt's gerade? Es geht gar nicht darum. Er will darüber reden, dass er kurz weg war. Community-Tab gepostet und geschrieben, dass ich mir eine Auszeit nehme, um meine Akkus wieder aufzuladen. Chat, ich sag, er hat schon jetzt Powerbanks gekauft und so. Wenn in Deutschland 3 Wochen Blackout Strom ausgeht, voila, ein kluger Mann eigentlich. Nicht einfach kurz auf dem Teppich, den ihr hier seht, und hab das Foto gemacht, sondern ich war mental in so einem großen Loch, dass ich gar nicht mehr aufstehen konnte. Ich lag halt also wie... Okay, lasst uns ernst sein. Psychisches Dilemma, das wusste ich natürlich nicht. ...dich da auf dem Boden und es prasselten so viele negative Gedanken und Fragen auf mich ein, dass mein System einfach dicht gemacht hat und den Stecker gezogen hat. Das kam nicht aus dem Nichts. Ich war auch die Monate vor diesem Tag schon sehr ausgelaugt und auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob er genau das meint. Er meint ja irgendwo auch, er ist überarbeitet, denke ich mal. Aber oft auch, welches Problem YouTuber haben, denke ich, ist dieses, dass man ja auch irgendwo seine künstlerische Ader in diese Sache reinsteckt und mäßig am Anfang tausende Ideen hat, die ganze Zeit hasselt, dies, das, durchzieht, etc. Aber irgendwann mal, wenn du so 2, 3, 4, 5, 6 Jahre lang YouTube machst, glaube ich, gehen die wirklich die... Also, du bist einfach ausgelaugt im Sinne von nicht unbedingt vom Überarbeiten, aber einfach, dass dein Gehirn auch wirklich nicht mehr viel nachdenken kann. Auf jeden Fall alles andere als glücklich. Anna war in dem Moment zum Glück bei mir und war für mich da. Nachdem wir dann wirklich super lang geredet haben, traf ich die damals sehr schwierige Entscheidung für mich, vollständig runterzufahren. Das war seine Freundin, wie es aussieht, Helena. Die damals sehr schwierige Entscheidung für mich, vollständig runterzufahren und stationär in einer Klinik eine Therapie zu beginnen. Es musste sich wirklich einfach was ändern. Was? Das ist schon heftig. Also ihm ging es psychisch so schlecht, dass er sich in Therapie begeben hat. War schon ehrlich traurig. Ändern, so konnte es auf keinen Fall weitergehen. Ich kann mich noch erinnern, dass mir das damals wie so ein unüberwindbarer Berg vorkam. Ich fühlte mich hilflos. Oha. Hatte Angst auf jeden Fall und war auch irgendwo enttäuscht von mir selbst und hatte die ganze Zeit nur eine Frage im Kopf, das weiß ich noch. Kann das überhaupt jemals besser werden? Also kann ich mich wieder glücklich fühlen? Das hört sich voll sad an irgendwie. Ich glaube auch, das hat all den Jungs gar nicht gut getan, dieses Zerbrechen von Apecrime. Weil das war ja so gefühlt deren Lebensding, versteht ihr, was ich meine? Und ich hatte auch das Gefühl, dass seitdem alle von denen irgendwie so ein bisschen unglücklich gewirkt haben. Ich kann mich natürlich irren, aber ja... Nach diesem einen Tag vor 2 Jahren konnte ich gefühlt bei fast nichts mehr, was mir sonst eine Freude gemacht hat oder wo ich mich irgendwie gut gefühlt habe. Ich frage mich immer noch, wer der Typ ist. Also Kennex, guck mal, falls du nicht seit so lange YouTube guckst, er ist auf jeden Fall YouTube-Urgestein, könnte man sagen. Damals, wo YTT, Außenseiter und diese ganzen Leute am Start waren, hatte er einen der erfolgreichsten Kanäle mit Apecrime. Aber Apecrime wurde halt noch von 2 anderen Leuten geführt und die waren halt im Duo ein auf den. Glück empfinden. Es war einfach nur eine Leere, sage ich mal, da. Und das Gefühl hat mich damals wirklich sehr krass eingenommen. In unseren Jahren als Apecrime ging für mich nach und nach dieser Grundgedanke, warum ich Tag für Tag das Ganze mache, warum stehe ich morgens auf, der reine Spaß hinter der Sache, verloren. Und
Die innere Unzufriedenheit wurde aber so Stück für Stück immer ein bisschen mehr, ohne dass ich mich selber genug hinterfragt habe oder mir Auszeiten genommen habe, um halt über diese wichtigen Fragen, was mich antreibt, nachzudenken. Durch unsere harte Arbeit und dadurch, dass ihr damals jeden Tag unsere Videos geguckt habt, hatte ich jetzt überhaupt die Möglichkeit, mir diese unglaublich wichtigen langen 2 Jahre für mich nehmen zu können. Ich meine, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass du dir einfach 2 Jahre eine Auszeit nehmen kannst. Das weiß ich wirklich krass zu schätzen und dafür bin ich euch auf ewig dankbar. Da hat er schon recht. Ich meine, welche Person kann von sich behaupten, dass sie sich einfach 2 Jahre eine Auszeit nehmen kann und danach das Leben so weitergeht, wie es vorher funktioniert hat? Verstehst du, was ich meine? Das ist auch schon ein süßer Gedanke, dass man sich für sowas dankbar schätzt. Voilà. Wenn ich mir durch dieses Video hier eine Sache wünschen kann, sage ich mal, dann würde ich euch gerne etwas mitgeben. Damals in der Klinik haben mir die Ärzte letztlich die Diagnose schwere Depression gestellt. Aber was ist das überhaupt? 2 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und auch super viel über das ganze Thema gesprochen. Eine Depression ist immer nur ein Symptom. Es wird oft so dargestellt, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass das Ganze eine Krankheit ist, die man plötzlich... Ey, wisst ihr, was ich so kacke finde? Und ich muss ehrlich zugeben, ich will nicht unbedingt immer mit dem Finger auf andere Leute damit zeigen, aber ich habe oft mich wiedergefunden, wie ich das Wort depressiv so leichtsinnig benutze, obwohl es eigentlich eine ziemlich ernste psychische Krankheit ist, die auch ernst genommen wird und die auch vom Arzt so quasi diagnostiziert werden kann. Und wir benutzen dieses Wort so leicht und sagen, ey, ich bin depressiv oder ich habe das und ich habe Depris und dies und das. Und man benutzt dieses Wort, ohne viel nachzudenken und ich glaube auch, irgendwo verletzt das diese anderen Leute, die wirklich dann diese Krankheit haben, versteht ihr? Und deswegen, ich versuche mir das auch ein bisschen abzugewöhnen. Natürlich rutscht es einem ab und zu mal trotzdem aus im Sprachgebrauch, aber eigentlich, man sollte da echt aufpassen. Einfach hat oder nicht und bei der man nur die Symptome wegbehandelt, am besten auch mit Tabletten direkt und dann ist man wieder geheilt. Du kannst das natürlich so sehen und dich selber vielleicht auch so ein bisschen dahinter verstecken, aber das bringt dich einfach nicht weiter. In Wahrheit hat eine Depression nämlich eine ganz wichtige Funktion für unseren Körper und zwar ist sie, ja, ich sag mal, der Ausdruck von unserem eigenen Schutzsystem. Und da ich in meinem Fall selber zu lange nicht selbst eingegriffen und mich geschützt habe, hat mein Nervensystem, also mein Kopf, die Kontrolle über mich übernommen und diesen Job gemacht. Mein Lebensrhythmus, die Aufmerksamkeit, die wir durch unseren Erfolg bekommen haben und ja, auch meine Erwartungen an mich selber, die immer viel zu krass perfektionistisch waren, haben mich permanent so unter Druck gesetzt, dass mein Nervensystem sich die ganze Zeit, ja, ich würde mal sagen, bedroht gefühlt hat. Ich hätte gern früher gemerkt. Das ist jetzt vielleicht für viele provokant, dass ich sowas sage, weil manche wollen das ja gar nicht als Job ansehen, aber ehrlich, dieses Influencer-Dasein oder, keine Ahnung, in YouTube-Öffentlichkeit stehen, dies, das, das ist so ein komischer Beruf, auch in dem Sinne, dass du ja dir deinen eigenen Plan machst, dass du dir deine eigene Zeiteinplanung machst und ich glaube, das ist das, worunter viele Leute auch einfach kaputt gehen, weil halt in dem Sinne du manchmal ein zu chaotisches Leben hast und das, glaube ich, ist etwas, was die Leute oft kaputt macht irgendwie, weil wenn du einen festen Job hast, wo dir dein Chef sagt, ey, du musst an dem und dem Tag das und das machen und von Montag bis Freitag dies und jenes, das tut dir auch irgendwo gut. Natürlich, viele Leute fucken sich darüber ab, aber man weiß, ey, von dem bis den Tag arbeite ich, da und da habe ich meine entspannte Zeit, hier, da und da habe ich das erreicht, dann muss ich schlafen gehen, hier muss ich aufstehen und so weiter und so fort. Also, es hat so eine feste Regelung und du kannst dich halt leichter daran halten. Aber wenn du nicht weißt, dass du dann und dann aufstehen musst oder hier das und das machen musst, fällt es dir halt irgendwo schwerer. Das viel von dem Leben, was ich damals geführt habe, so sehr das auch Spaß gemacht hat in vielen Phasen, mit mir als Mensch aber kaum bis gar nichts zu tun hatte. Irgendwann habe ich dann mehr für die äußere Welt und für die Bedürfnisse von anderen gelebt, als an mir selber dran zu sein. Ich habe meine Energie, meine Kreativität und ja, eigentlich auch mich selber verloren. Und das konnte mein Körper einfach nicht mehr ertragen.
Heute, nach dieser Zeit, bin ich ihm aber sehr dankbar dafür. Ich glaube, ich musste einfach einmal so hart aufschlagen. Ab diesem Zeitpunkt auf dem Teppich, wo ich gar nichts mehr konnte, war ich einfach gezwungen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und das habe ich getan und ich kann wieder aufstehen, um das zu tun, wofür ich wirklich hier bin. I guess der Bre ist jetzt DJ geworden oder macht Musik so? So hart diese letzten 2 Jahre auch waren, kann ich sagen, dass ich mich mehr weiterentwickelt habe als gefühlt in 10 Jahren davor. Ich denke mittlerweile ganz anders über mich selber. Ich kenne mich auf jeden Fall besser und brauchte ganz dringend diese Zeit, in der ich mir selbst die Fragen stelle, was willst du eigentlich? Was treibt dich an und was hat dich vor allem bisher angetrieben? Nach ein paar Wochen, ich glaube sogar nach ein paar Tagen meiner Auszeit damals in der Klinik, habe ich intuitiv an Musik gedacht und auch fast all meine Freizeit. Ey, aber von den Bildern, die wir jetzt sehen, er ist ja immer noch mit seiner Freundin, so ein auf den zusammen. Das ist auch schon ehrlich korrekt von der, dass die diese ganze Zeit mit ihm durchgemacht hat, voilà. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so auch eine leichte Aufgabe für eine Frau ist, mit einem Mann weiterhin zu bleiben, wenn er sich in Therapie einweist und so. Zeit, die ich da hatte, Musik gemacht. Es kam irgendwie dieses Gefühl in mir hoch, was ich so als, keine Ahnung, 14-Jähriger hatte. Gerade den ersten PC gehabt, FL Studio illegal gecrackt, runtergeladen und versucht, den nächsten Hit zu produzieren. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch die paar Videos gesehen, wo ich mit Anna Beats gemacht habe und die an Rapper per Instagram DM geschickt habe. Das hat mir damals richtig Spaß gemacht, doch ich habe immer wieder diese Selbstzweifel gehabt. Das ist nicht der Content, für den die Leute dich kennen. Das ist viel zu speziell, bla bla bla. Doch, das ist es nicht. Das bin einfach ich selber und das ist alles, was... Ja, Medina, safe, fühle ich, was du sagst. Am Ende des Tages hat halt alles so seine positiven und negativen Seiten, weißt du? Man muss halt abwiegen, wo es für einen selber mehr positiv als negativ ist. Ich habe dieses Video sehr lang vor mir hergeschoben. An dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Danke an die besten und verständnisvollsten Menschen an meiner Seite. Anna, Genghis, Joanna, meine Familie, Ben, Johanna und auch alle von euch da draußen, die sich gefragt haben, ey, wieso macht der eigentlich nichts mehr? Ich bin jetzt endlich... Ich finde auch todessüß, dass Genghis und er schon so lange befreundet sind. Das ist schon krass. Bereit, euch auf diesen nächsten Step mitzunehmen? Ich werde ich selbst sein und alles, was ich mir erträume, erreichen. Egal, wie hart der Weg oder wie lang der Weg auch sein wird. Von jetzt an kommen hier auf diesem Kanal wöchentlich Cook-Up-Videos, die besten Szenen, wie ich von 0 auf 100 was produziere. Und auf meinem Second Channel lade ich alle fertigen Tracks hoch. In 7 Tagen geht das Ganze los. Ich zeige euch meinen zukünftigen Producer-Name, das ganze Design drum und dran. Wer Bock hat, mich da zu begleiten, der lässt hier gerne ein Abo da. Auf Insta seht ihr dann Q&As und Updates, was in meinem Leben so passiert und wie es mir geht. Mashallah, der Mann hat sich gegönnt, Junge. Was hier los, Lambo? Ich möchte mich an dieser Stelle auch einfach nochmal bei jedem von euch da draußen bedanken, der mir in diesen letzten 2 Jahren teilweise täglich Nachrichten geschrieben hat. Ich weiß das zu schätzen und Asus ohne A. Ich bin euch super dankbar dafür. Aber genug erzählt, wir sehen uns in 7 Tagen und jetzt geht's zurück an die Arbeit. Ah, kommt doch was? War auf jeden Fall ein süßes Video. Ich finde auch, er hat so bestimmte Themen angesprochen, die jetzt nicht unbedingt präsent seinem Vater sind. Und war auf jeden Fall gut. Hat auch Spaß gemacht zuzugucken. Freut mich auch, dass es ihm gut geht, Freunde.